Was geht ab, Freunde? Hey, Friends, da sind wir wieder. Heute ganz winterlich unterwegs, wie ihr seht. Die Mützen sind an, die Jacken sind an. Meine noch nicht, aber ziehe ich auch gleich an. Wir fahren heute in die Winterwelt, also in die Autostadt. Wir fahren in die Autostadt nach Wolfsburg, weil da so eine ein Winterzauber aufgebaut wird mit Schlittschuh, Eislauffläche und sowas. Und ja, da fahren wir heute hin. Das ist quasi wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Da waren wir, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Vor drei Jahren. Da war es wirklich sehr, sehr schön. Also fast wie in New York. Ja, fast, ne? Geschmückt und beleuchtet und so. Und ja, da fahren wir heute hin. Fahren wir erstmal zu meinen Eltern. Und weil wir meine Brüder nämlich auch mitnehmen, fahren dann zu viert hin und wir nehmen euch dabei mit. Und gönnt uns die 1000 Abonnenten noch dieses Jahr, Freunde. Wir schaffen das. Adiallah, wir fahren jetzt. Findet ihr eigentlich auch, dass der Winter dieses Jahr extrem schnell eingebrochen ist? Also es ist übertrieben. Es ist schon sehr lange sehr kalt. Finde ich nicht so gut. Aber was soll's, im Sommer hatten wir ja auch nicht vernünftig. Jedes Mal muss ich auf den warten. Schöne Geschichte. Du wartest nie auf mich. Mach mich unnormal schnell fertig. Walla Krise. Leute, echt, ne? Ich mach mich für eine Frau mache ich mich so schnell fertig. Wenn ich will, und das mache ich meistens, das will ich auch meistens, mache ich mich. Ich zögere bis zum letzten Moment, ja. Ich zögere immer bis zum letzten Moment und dann mache ich mich innerhalb von 5 Minuten fertig. 5 Minuten alles. Haare, Schminke, anziehen, alles. 5 Minuten, Leute, das ist wirklich so. Ich warte immer bis zum letzten Drucker. Ist so. Kann ich nicht ändern. Ich verstehe das nicht. Warum soll ich mich da eine Stunde vorher hinsetzen, mich so richtig gechillt, fertig machen? Nein. Nee, mach ich nicht. I don't like that. Dann siehst du, jetzt warte ich immer noch auf ihn. Nächste. Wenigstens hat er mir das Auto schon mal aufgeschlossen. Ich freue mich so, dass wir da jetzt hinfahren. Eigentlich mag ich mehr so, es ist jetzt übrigens Sonntag, eigentlich mag ich mehr so chillige Sonntage, wo wir wirklich immer nur so zu Hause sitzen. Passiert zwar gefühlt nie, aber ja. Heute haben wir richtig Family Day gemacht. Wir waren noch eben gerade bei Ellens Schwester, haben da gefrühstückt alle zusammen und dann noch gechillt. Jetzt haben wir uns noch mal kurz fertig gemacht, fahren jetzt zu meinen Eltern und dann fahren wir mit meinen Brüdern noch in die Autostadt. Auf jeden Fall ein cooler Tag. Junge, diese... Bitte bleiben Sie draußen. Bitte bleiben Sie draußen. Was, Bruder? Junge, was bist du für ein Societer, Alter? Er hat einfach Lederhandschuhe. Ja, genau. Also, wir hatten heute einen ordentlichen Family Day, Leute. Es war ja trotzdem alles gechillt. Ja. Also, ich meine damit ja nicht, dass es das alles anstrengend ist, ne? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Manchmal mag ich auch so Sonntage, da will ich einfach nur zu Hause sitzen. In meinen Gammelklamotten. Ja. Aber solche Tage liebe ich auch. So, sind wir soweit? Ja, los geht's. Jalla, Chef. Wir sind jetzt angekommen. Also noch nicht so ganz, aber wir sind gerade auf dem Weg. Hier fängt schon richtig schön an mit den geschmückten Bäumen. Hier gilt 2G+. Also wir sind geimpft, getestet und müssen eine FFP2-Maske tragen. Uns hat eine FFP2-Maske gefehlt, aber vorne bei der Kontrolle war eine Dame. Die war sehr nett. Sie hat uns eine geschenkt. Das sieht einfach nur Hammer hier aus. Okay. Einfach fake Schnee. Hier geht richtig die Post ab. Sieht so schön aus. Freust du dich? Ich will zu 100% packen, zu 100%. Ich will ein paar Tricks sehen. Ich bin bis jetzt noch einmal in meinem Leben Schlittschuh gefahren. Und da warst du 7 oder so. Ja, ungefähr. Wir leihen uns jetzt hier Schlittschuh aus. Ich hasse es, auf diesen Schuhen zu laufen. Ja, Alter. Das wird was. Ey, ich hoffe, wir packen uns nicht richtig hin. Wir packen jetzt meine Schuhe an. Jetzt geht's auf die Piste. Leute, kann sein, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist jetzt. Nehmen wir ganz spontan immer mit dem Handy auf. Also, inshallah komme ich hier lebend raus, Freunde. Wenn nicht, seht ihr dieses Video auch nicht, ne? Das sieht hier richtig krank aus, ne? Heftig. Ganz lapp. Leute, wir können das einfach nicht. Ich gehe einfach. Leute. Das Ding ist, es ist auch nicht glatt genug, ne? Da ist er! Der verlorene Bruder geht auch rein! Yeah. Er geht einfach! Ja, weißt du, wie das geht? Aber wie fährt man das? Hey. Wie fährt man das? Nein, ich hab schon alles ausprobiert, Wallah, ich komm nicht mehr ran! Links, rechts, links, rechts! Hey! Hey! Das war echt taktisch! Alter, das ist so
so schwer, ne? Das war bestimmt Spaß, ja, natürlich, hat. Aber so nicht, Alter. Aber so nicht, Alter. Nein. Einfach nein. Yeah. Also, du musst deinen Körper mehr nach vorne neigen, nie nach hinten. Schulter aus.
gekugelt haben. Ich hatte letztens an der linken Schulter eine Schulterluxion und falle deswegen mehrere Monate aus. Und er hat im Januar eine OP, deswegen war das jetzt zu riskant. Jetzt gehen wir zusammen spazieren. Hoppa! Okay. Die Verletzung ist noch von dem Wettrennen. Denn Kai ist ja im Flur mit mir. Ja, haben wir einfach so weggesteckt. Diese Fahrt hat auf jeden Fall übertrieben Spaß gemacht. Ja, ich habe mich einfach fett auf die Fresse gelegt. Er denn zweimal, Bo kann gar nicht, obwohl er die ganze Zeit gefahren ist. Wie ihr seht es ja auf dem Video. Aber Leute, ihr habt es gesehen, ich war am besten, glaube ich. Ich bin auch gut gefahren. Ja, aber ich war der Beste. Deswegen bin ich auch runtergefahren, weil ich wollte noch schneller. Und dann zack. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Jetzt gucken wir, ob wir uns vielleicht noch irgendwas zu trinken oder essen holen. Und dann fahren wir wieder zurück. Wir zeigen euch jetzt das ganze Ambiente hier nochmal von oben. Ja, voll. Wir trinken jetzt Kakao. Kakao Jandr, Freunde. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Okay. Lecker, lecker. Auf Volkans Nacken. Schmeckt. Auf Volkans Nacken. So sieht übrigens die Autostadt, also der Eingang der Autostadt, aus, wo wir reingekommen sind. Und da ist draußen die Winterwelt. Und hier ist jetzt Eingang und Ausgang. So, Freunde, jetzt sitzen wir wieder auf unserem Lieblingsplatz und zwar zu Hause auf dem Sofa. Ja. Zu Hause Jandre, ja, Freunde. Zu Hause Jandre, und zu Hause ist es am schönsten. Wir hatten auf jeden Fall einen richtig coolen Tag heute. Safe. Wir haben ja erst abends angefangen aufzunehmen, weil wie gesagt, wir waren heute Morgen ja auch schon unterwegs. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe richtige Winterfeelings bekommen. Ja. Ich liebe die Winterzeit, Leute. Ich liebe auch die Weihnachtszeit, auch wenn wir Weihnachten nicht feiern. Nee. Aber wir lieben die Weihnachtszeit. Ja, ja. Ich finde es einfach so schön. Vor allem, wenn es dann noch schneit und alles so schön geschmückt ist. Ich liebe es einfach. Ich glaube, das tun viele. Auch viele, die es nicht feiern, mögen es einfach. Deswegen, wir haben heute richtige Weihnachts- und Winterfeelings bekommen. War auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, Freunde. Ich fand es nicht so anstrengend. Ja, du bist ja auch nur gegangen. Spaß. Ja, Freunde. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, lasst uns zusammen die 1000 Abonnenten knacken, Freunde. Kacken. Lasst uns zusammen kacken. Scheiße. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr uns abonniert und wir zusammen dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken. Ja. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Hoffentlich habt ihr so ein bisschen Winterstimmung bekommen. Genau, hoffentlich haben wir euch ein bisschen in Winter- und Weihnachtsstimmung gebracht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kuss geht raus und danke fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss.